Ich lese EÜA leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen im Teil Besonderheiten der EÜA bei Lektion 20, der Wechsel der Gewinnermittlungsart, bei Leitsatz 32. Der Wechsel der Gewinnermittlungsart. Der Wechsel der Gewinnermittlungsart kann freiwillig oder nach Aufforderung des Finanzamtes erfolgen. Damit Geschäftsvorfälle steuerlich nicht unberücksichtigt bleiben, sind Korrekturen zum Zeitpunkt des Übergangs notwendig. Dazu sind die Geschäftsvorfälle dahingehend zu prüfen, ob sich ein Vorgang bereits ausgewirkt hat, sich doppelt auswirken würde bzw. sich noch nicht ausgewirkt hat. Das entstehende Mehrergebnis kann beim Wechsel von der Einnahmeüberschussrechnung zur Bilanzierung kann auf Antrag auf bis zu 3 Jahre verteilt werden. Das Ergebnis beim Wechsel zurück ist im Jahr des Übergangs zu berücksichtigen, ohne Verteilungsmöglichkeiten. Das waren die beiden letzten Fälle, die da ganz am Schluss, oder es waren die beiden letzten Fälle, die im Leitsatz 32 zusammengefasst werden. Es geht weiter mit Großübersicht 26, Wechsel der Gewinnermittlungsart. Danach kommt Lektion 21, die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit.